willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Resin Popesen Number One. In der letzten Folge haben wir die komplette Stadt gelootet und es fehlt nur noch das obere Viertel. Angefangen mit der schönen Villa. Wo? Was sollten wir... Ah ja, ich habe gerade überlegt, weshalb wir da überhaupt rein sollten. Da ist ja ein Familienerbstück oder so des Dons drin. Und das krallen wir uns. Das Problem ist, dass die Burschen da drin übel am Patrouillieren sind. Aber wenn die einen erwischen, ist es irgendwie auch nicht schlimm, weil man kann halt einfach rausrennen, so. Man wird halt nicht bestraft. Nichtsdestotrotz ist es natürlich doof. Aber wir gucken mal. Was ist los? Alles ja, ist gut. Ja, verschwinde von hier! Und jetzt legt er sich hin. Oh, Leute, raus! Nicht. Ja, verschwinde von hier! Ich sehe die Waffe von ihm. Wann bückt er sich? Jetzt. Nein, 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 das war zu spät. Was ist los? Scheiße. Okay, ja, cool, verschwinde cool. Von hier! So, Waffe, Waffe, Waffe. Jetzt! Was ist los? Ah, ich muss... Oh, krass, ich muss es irgendwie ja, abschätzen. Ja, verschwinde von hier! Eins, zwei, drei... Scheiße. LOL, jetzt hat er sich gerade hingelegt! LOL! Okay, ungefähr 4 Sekunden. Was ist los? Ja, verschwinde von hier. Ja, verschwinde von hier. 1, 2, 3, 4. Bäh! Was ist los? Was? Ja, verschwinde von hier. 1, 2, 3. Du dummer Spast! Ah. Was ist los? Ja, verschwinde von hier. 1, 2, 3, 4. Was ist los? Was? Hä? Ja, verschwinde von hier. 1, 2, 3. Jetzt. Ich hab's. Was ist los? Ah, ich mach's, glaube ich, immer einen Tucken zu früh. Ja, verschwinde von hier. 4. Absprung. Jetzt hab ich's. Was ist los? Nein! Oh, ich glaube, ich muss bei Tag ja, machen. Verschwinde weil von es hier. Ist der einzige Eingang da rein. Und das kann ja nicht sein, dass man wegen der Wache da so tricksen muss. Es muss ja eigentlich die Quest so machbar sein, dass man da nicht so mega cheaten muss. Ich probier's einfach mal bei Tag. Unbewaffnet kriegt mich da keiner hin. Ja. Hey, wie habe ich das letzte Mal hinbekommen? Das muss übel der Lack gewesen sein. Also manchmal fühle ich einfach den Spirit, weißt du? Challenger Unrisen. So, ab in die Haie. Aber ich mach mal mittags. Ja, tagsüber müsste der da nicht pennen. Also man kommt auf jeden Fall rein, denke ich mal. Boah, ist aber grell hier. Crazy am Sunlight. Sunlight hurts my eyes. Na, 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 na. The sunlight hurts my eyes. Da, 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 da. Den Remix kennt auch inzwischen gar keiner mehr, oder? Da war ich 19 oder 18 oder so, da kam der raus. Warte, wie die Zeit einfach vergeht, ey. Das war damals ein richtig cooler Track so, wo Dubstep auch langsam... Was heißt langsam? Wo Dubstep groß rauskam. So, jetzt probieren wir mal unser Glück. Aber hier ist auf jeden Fall... Als ob. Mach, dass du wegkommst. Boah, Alter, übel erschrocken. Hä, als ob die das so krass merken. Okay, er muss anscheinend erstmal woanders sein. Vielleicht war jetzt einfach unlucky weiter. Aber wie man halt... Weil ich versuche mal außen, aus der Hocke heraus. Und ich halt gedrückt. Okay, vielleicht ist das der Trick. Okay, da sitzt wieder einer. Links war ich ja schon drin. Ich will mal gerade durch. Das Ding ist, ich habe keine Ahnung, wo der halt ist, so. Da unten ist er. Ich kann gerade nicht um die Ecke hier gucken. Das nervt. Wieso nicht? Wieso nicht? Da unten hockt er. Er säuft gerade. Wenn er jetzt in den anderen Raum geht und nicht hier hochkommt. Mensch, es müssten ja zwei Wachen sein, ne? Weil einer hatte ja gepennt. Oder wechseln die sich ab? Okay, er steht da unten jetzt. Was war das?
Er steht da unten jetzt auf jeden Fall erstmal dumm rum. Wenn er jetzt da in den Raum geht, dann gehe ich oben gegenüber in den Raum. Also wenn er unten in den Raum geht. Na, beweg dich, Schnucki. Ja, die Frage ist, komme ich da an dem Typ links überhaupt vorbei? Oh, Alter, was ist denn das für ein... Über der Vision Bug. Er bewegt sich nicht. Hallo. Er bewegt sich nicht. Patrouilliert der nicht? Hä, wie viel Zeit hat man denn theoretisch, wenn er einmal an der Position ist, ey? Ist ja überkrass. Jetzt bewegt er... Nee. Jetzt raucht er. Na komm, ich gehe jetzt einfach. Das Ding ist, der Typ links hier. Okay, der hat da nichts gegen. In dem Sinne. So, dann mache ich jetzt schnell, weil ich wette, wie ich mein Glück kenne, genau jetzt bewegt er sich. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Lol, hier ist aber noch ein Dude. Der muss eigentlich pennen. Dann kann ich doch da rechts ins... Ich geh mal an den Schrank. Da muss es unten sein, weil... Hier links ist ja das nicht, oder? Kann ich mich an dem vorbeischleichen? Sieht er mich? Soll ich mal einfach probieren? Weil vielleicht ist hinter dem Bücherständer irgendwas... Und so wie ich die KI kenne. Okay, High Risk. Oh, okay. Okay. Ist hier was? Nö. Ich sage es nicht nochmal. Geh endlich. Ich will ja! Wenn du Ärger willst, bekommst du auch Ärger. Endlich hast du es jetzt begriffen. Ich wollte raus! Das war heftig. Oh, hoffentlich. Und jetzt verschwindest du hier. Mann, ich will doch raus, ihr dummen Spastis. Ich sage es nicht nochmal. Geh endlich. Ich will doch. Wenn du Ärger willst, bekommst du auch Ärger. Ja, verschwinde von hier. Okay, jetzt ist er oben. Das heißt, ich kann jetzt runter. Oh, Mach, hi. Dass du wegkommst. Okay, das heißt, ich muss warten, bis er hochpatrouilliert, damit ich runter kann. Oh Gott, ey. Das ist ja... semi-stressig. So, jetzt... Jetzt müsste er da hinten im Raum sein. Da ist ja noch einer. Oh Mann! Wie soll ich denn der doch nachts? Du wegkommst. Aber wenn ich nachts reingehe, dann pinnt der da! Alter, ich kann nur... Also tagsüber kann ich da nicht durchschleichen, so. Die merken einen ja instant, wenn man da... Wobei, er war da so seit... Halt! Ja, ja. Ich probiere es noch einmal jetzt tagsüber. Und zwar gehe ich da dann mehr an der Wand lang. Oh, Alter, ist das... Okay, krass. Vielleicht ist echt der Trick, dass man in der Hocke hochspringen muss, damit der einen nicht bemerkt, wenn er pennt. So, dass man quasi aus dem Schleichen heraus eine Aktion führt, ähnlich wie wenn man... Nur bist du kernbehindert? Ähnlich wie wenn man eine Truhe öffnet oder so. Oh, es gibt noch ein anderes Fenster vielleicht? Da oben irgendwie? Warte mal. Daran habe ich noch gar nicht. Ja, warte mal. Warte mal. Vielleicht ist das der Schlüssel. Jawohl. Warte mal. Ja, oder? Komme ich da rein? Ach nee, da passe ich gar nicht durch. Ah! Oh. Deswegen konnte ich da auch nicht escapen. Warte, ich probiere jetzt noch eine Sache. Oh, ich speichere mal. Wenn ich jetzt nochmal runterfall, bin ich Gulasch. Wartet, Leute, warte. Noch eine Idee. Ich glaube, ich versuche es dann doch nochmal nachts. Wobei, einmal versuche ich es noch tagsüber, dass ich unten vielleicht genau an der Wand lang schleiche und er mich so nicht sieht oder so. So, ich werde hier einmal aufs... Ja, du bist echt dumm. Ich will aufs Dach.
Kann ich hier auf... Kann denn... Ist der zu kacke? Er ist zu kacke. Ich kann da irgendwie nicht aufs Dach. Hab jetzt ein paar Abstände probiert. Das war noch nicht sagen, wenn man hier oben... Vielleicht von der anderen Seite? Ich probiere nochmal da aufs Vordach. Hui! So, mal andere Seite versuchen. Vielleicht geht da was. Wäre natürlich auch schön. Ne, es sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Hier drauf. Geh dort. Da drauf, du Jockel. Ja, geht doch. So. Jawohl. Aber hier kann ich ja nicht durch, ne? Durch. Nee. Ah! Okay. Ich lebe. Ja gut, dann versuche ich es jetzt nochmal bei Tag. It's the last try. So, ich muss warten, bis der Junge oben ist. Beziehungsweise ich gehe jetzt einfach Hard Try runter. Weil ich so sick bin, dass... ne. So, jetzt muss ich genau an der Wand lang. Okay, er sieht mich nicht. So, hier war ich schon mal drin. Gut. Jetzt muss ich warten, dass der Dude... Ich weiß nicht, wo er ist. Ob er oben ist? Da ist er. Okay, er ist jetzt rechts in den Raum. Jetzt warte ich, bis er rauskommt. Derweil, erzähle ich euch einfach mal was. Ich werde jetzt gleich nach der Aufnahme zusammen mit Mori und Niklas, in die Stadt gehen, um mir was zu essen zu holen. Ich weiß noch nicht, was. Entweder Döner oder Shawarma. Oder wir kaufen was von Kaisers. Pizza oder so. Habe ich auch Bock drauf. Aber da müsste ich noch länger warten. Ich habe übel Hunger. Heute noch gar nichts gegessen. Jedenfalls werden wir zurückkommen. In der Zeit machen Hendrik, Maxim und so lasse ich was zu essen. Und dann machen wir Mittagspause. Ja, es gibt immer die Partei, die sich was holt. Da bin ich Main. Und dann gibt es die Partei, die selber kocht. So, manchmal auch gesund und so. Das ist dann... Also, da ist Hendrik richtig Main. Maxim ist da so ein... Auch in die Richtung. Solas so ein Zwischending. Und Niklas auch. Alter, wann kommt der jetzt raus? Hm. Ja, ich kann da jetzt nicht rein. Ich muss warten. Boah, Alter, ist das eine Quest, ey. Aber wenn ich die fertig habe, bin ich Babbo. Er ist raus. Tschüss. Und steht er da 10 Minuten und dann geht er hoch. Spast. Lalala. Hurensohn. Geh jetzt hoch. Die Treppe. Hinauf. Dann werd ich das ganze Haus auseinanderräumen, bis nichts mehr Naht und Nagel... Nee, wie sagt man? Nagelfest? Niet und Nagelfest ist. Entschuldigung. Hat er überhaupt einen Namen oder ist das ein random Wachposten? Weil wenn der einen Namen hat, kommt er auf die Liste. Der nervt mich ja zu Tode. Dass er 10 Minuten gefühlt an einer Position steht, bevor er patrouilliert. Ich meine, ich habe dann jetzt gleich in dem Raum echt alle Zeit der Welt. Aber es ist ja nervig. Bis zu dem Zeitpunkt. Und nachts könnte ich theoretisch nochmal genau dasselbe machen. Weil dann unten, glaube ich, die Wache nicht ist. Da im Hauptraum sitzt.
So, jetzt Abfahrt. Alter, mein kleiner Finger tut schon weh wie Scheiße. Der geht jetzt hoch, ne? So, Leute. Pokal. Ey, ich wette, es ist oben in der Schatztruhe, wo ich drei Schlösserknacken für brauche. Dann raste ich aus. Jo. Oder deinem Raum gegenüber. Aber da. Ach, er steht jetzt da. Er ist noch gar nicht hoch. Hä? Boah, ey. Also da gegenüber ist, glaube ich, auch noch ein Raum, oder? Soll ich einmal durchrennen und einfach gucken, ob da noch was links ist? Mich wegprügeln lassen und dann rausgehen, damit ich weiß. Oh, warte mal. Sollte das nicht hinter irgendeinem Bild sein? War das nicht so ein... Oh ja! Oh, ich bin so dumm! Das war doch versteckt! Dann ist das 100 Pro doch oben. Okay, ja, ciao. Aus. Ja, ah! Mann, nicht so hart immer. Letzte oh, Warnung. Mann. Ja, verschwind! Meine Güte, nee. Oh. Guck doch nicht so dämlich. Ich hab mich auch erschreckt. Das passiert den Besten. Hat er recht. Na gut, wir haben ja nichts. Ist ja scheißegal, ich habe ja davor gespeichert. Ich lese mir jetzt nochmal die Quest durch. Mann, das fiel mir gerade ein so. Ich habe nämlich überlegt, hat er mir eigentlich gesagt, in welchem Raum das sein könnte? Und da fällt mir ein, Alter, er hat da was gesagt. Irgendwas mit einem hinterm Bild oder so. L. Das habt ihr wahrscheinlich schon letzte Folge geschrieben. Es tut mir jetzt leid. Familienerbstück. So, bla bla bla, bla bla bla, bla Wachposten. Es ist ein goldenes Amulett. Bla bla bla. Esteban sagte was von einem geheimen Raum, den man angeblich über einen versteckten Schalter hinter einem Bild öffnen kann. Ganzen Tag im Haus, ich habe es sie selten verlassen sehen. Ja, ohne Einbruch müsste man schon nachts machen. Dann schlafen einige von ihnen. Ich sollte vielleicht mal die Quest genauer lesen, bevor ich eine Quest angehe, ey. Okay, dann penne ich jetzt nochmal nachts, weil dann patrouilliert da, glaube ich, echt nur der eine. Und unten ist alles safe, weil es riecht ein bisschen nach, ich muss nach unten. Wenn er schon sagt, ich muss es nachts tun, weil oben komme ich auch easy tagsüber rein. Aber unten hockt er halt mitten im Raum so. Und der hinter der Theke war ja der, der patrouilliert. Der hat mich dann einfach beim Treppe hochgehen gemerkt, weil ich wahrscheinlich genau hinter ihm... Oder ich habe keine Ahnung. Ich mache es auf jeden Fall jetzt nochmal nachts. Mitternacht. So. Die Frage ist, Alter, der Typ, der da pennt. Es muss echt so sein, dass ich schleichend klettern, hochklettern muss. Ist ja total stupid, ey. Na gut. Ich check dann erstmal nochmal den Raum links und rechts. Oben. Wisst ihr was? Ich renne erstmal einfach einmal durch. So, die können mich gerne umboxen, habe ich kein Problem mit. Aber damit ich weiß, wo das ist. Damit ich jetzt nicht für jeden Raum einen Anlauf brauche. Es ist ja ätzend wie Hulle, ey. So, also einfach mal oben rein. Wobei, wenn ich jetzt schon mal schleichend oben reinkomme, ist ja alles supi. So. Was ist los? Alter, das kann doch echt nicht sein. Ja, verschwinde von hier. Raus! Ja, verschwinde von hier. Was ist los? Nein! Ah, ganz knapp. Ja, verschwinde okay. Von hier. Eins, zwei. Scheiße. Raus! Ja! Ja, man. Verschwinde von hier. Eins, zwei, drei. So dreieinhalb. Ja! Was ist los? Kletter doch. Ja, suchst du was? Wie habe ich das letzte Mal hinbekommen? Und go! Was ist los? Ja, verschwinde von hier. Yeah. Man muss das echt ultra timen, ey. So, wo ist der Dude? Der patrouilliert. Steht er gerade unten?
Weil wenn er nicht uns... Er ist gerade oben, das ist perfekt. Weil wenn er oben ist... So. Hier ist eine Schatz... Die Schatztruhe hat sich gelootet, oder? Ja. Hier ist auf jeden Fall kein Bild. Das heißt, ich muss nach unten. Oder warte, ich probiere nochmal im Raum gegenüber. Na, Bent. Na, Bent. Ist hier ein Bild? Pennt einer? Buchständer? Hier nehme ich nochmal ein bisschen EP mit. Der Mond und das Meer. Halt's Maul. Nein! Nein, was? Warte. Ich habe gerade irgendwie, während ich geschlichen habe, also Steuerung durchgedrückt habe, habe ich Escape gedrückt, weil ich den Spruch abbrechen... Oh, egal. So, er steht da unten gerade. Er muss jetzt da in den Raum geradeaus gehen oder zur Theke. Eins von beiden. Dann kann ich auf jeden Fall runter. Weil der... Ich glaube, der unten tagsüber im Hauptraum gesessen hat, pennt jetzt hier rechts. Und der gegenüber da oben im Zimmer am Buchständer war, pennt da. Und nur der Typ da unten, ich hasse ihn. Aber ich muss ihn einfach irgendwie umboxen oder so. Aber die sind leider viel zu... Ey, mein kleiner Finger stirbt ab, ey, die ganze Zeit. Huh. Alter, Alter, das sieht übel verkrampft aus. Junge, jetzt beweg dich, Mann! So, jetzt geht er unten an die Theke. Gut. Jetzt kann ich gegenüber in den Raum. Ja, da sitzt jetzt keiner. So, ist hier ein Bild. Nee. So, jetzt muss er hochgehen. Alter. Ach, Mann. Schalter hinterm Bild, ey. Ich kack mich voll. Geh bitte. Ich bin gerade vom Blumentopf auf die Bank gejumpt. So, geh bitte hoch. Das ist richtig nice. Würde er einfach schneller patrouillieren. Klar, man hätte einen Zeitdruck. Aber das ist übertrieben lange. Mann. Als ob ich irgendwie ein Rentner wäre, um einen Raum abzu... Lol, da ist ja noch ein Pokal. Ach, hier war ich ja noch gar nicht, weil ich ja geladen habe. Stimmt. Hihihi. So. Schön. Das Bild mit den Fischen war es ja nicht. Das hatte ich schon abgecheckt. Geh bitte. Geh weg. Oh. 100 pro gegenüberliegende Seite ist noch ein Raum und da ist es, wo ich noch gar nicht war. Weil man da einfach etappenweise... Tschüss. So, Jungs. Da steht er. Ich glaube, er kommt gerade schon wieder runter. Hier ist ein Thron. Da, das ist es. Oh, hier hinter. Seht ihr das? In dem Regal. Ups. Ach, und nochmal. Nochmal von vorn. Hier patrouilliert er ja nicht rein. Geht doch. Also ich habe hier jetzt echt, denke ich, alle Zeit der Welt. Ich speichere mal einfach. Damit ich notfalls hier dann Dampf mache. War da jetzt schon das Amulett drin? Nautilus und große. Amulett der Don-Familie. Schutz vor Stichwaffen plus 10. Alles klar. Buchständer. Interessant. Weisheit plus 3. Gut, dann... Ist hier noch was? Ansonsten escape ich dann jetzt einfach. Schöner Thron nebenbei.
So. Alles klar. Haut rein! Raus! Tschüss! Typen wie dich will ich hier nie wieder sehen! Jo. So. Hier, Toni. Ich hab da was! Hier. Ist dies Estebans Amulett? Mann, du hast es tatsächlich gefunden. 3 von 4 schon. Und ich dachte, ich müsste von dem heutigen Tage an Dreck fressen. Ja, weil du Scheiße bist. Danke, Mann. Du hast mir den Arsch gerettet. Die Geschichte bezahle ich dir mit barer Münze zurück. Du solltest dich uns anschließen. Jemand wie dich könnten wir brauchen, Mann. Was wirst du jetzt tun? Ha, ich bleib hier sitzen und gehe Hernandez noch ein wenig auf die Nerven. Na dann, viel Spaß. Wer war nochmal Marcello? Der hatte doch... Weasel ist auf der Suche nach ein paar Krautpaketen. Ich erzähl ihm das einfach mal. Weasel ist auf der Suche nach ein paar Krautpaketen. Das ist der, der vorne rechts Kraut, auf der Bank sitzt. Ja? Na, das hört sich doch gut an. Diese Pakete sind genau der Beweis, den ich brauche. Nein, jetzt nicht. Das heißt, ich soll die Ideen bringen, oder? Nicht, dass ich ihn jetzt verraten habe, oder? Warte, ich gehe sicherheitshalber mal zu Weasel. Scheiße, jetzt kam schon automatisch. Okay. Wie viel Zeit haben wir noch? 27. Wir haben jetzt noch 3 Minuten Aufnahme. Dann loote ich so lange hier noch Häuser. Und dann mache ich die Quests. So, das heißt, Konrads Haus, Junge, das ist der reicheste Boy on Earth. Scheiße, die Alte hängt davor ab. Aber ich kann ja hier hoch. Hier ist er frei zugänglich sogar. Ne? Kann ich irgendwie hinten ins Haus rein? Oder muss ich echt den Haupteingang nehmen? Ist auch geil, dass sie nie rufen, komm vom Dach runter! Oder so. Das wäre ätzend. Ah, Balkon. I see what you did there. Oh, das ist ja geil. Oh, moin, Konrad. Es geht. 42 und, was ist das? Schwache magische Heilung. Naja, why not? Du reicher Bengel. Nimmst die Bauern aus. Wobei, er hat ja wenigstens den Bauern so ein bisschen supportet, geholfen. Er hat den Bauern supportet. Von daher, was brennt denn hier? Was willst du hier? Alles klar, bin raus. Bin raus. Fass hier bloß nichts an. Bin weg. Bin weg. Alter, steht da eine Fotze am Grill? Warte. Jetzt sind ich am Grill. Ich kann ja da ein bisschen durchs Fenster luken. Doch. Jetzt ist sie wieder am Grill. Kann ich an ihr vorbeischleichen? Ich habe gerade ein bisschen Panik gekommen, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob ich das Schleichen abgebrochen habe. Nee, wenn ich genau an ihr vorbeigehe, merkt sie das, oder? Du bist doch kein Dieb, oder? Fass ja, hier ich bloß nichts an. Komm, Escape! Achso. Mann, ich will doch weg. Warte, jetzt geht er pennen. Vielleicht kann ich auf ihrem Rückweg sie ficken. Versteht ihr, dass ich... Nee, ich muss unten rein. Alles klar, tschüss! Hui! Oh lol, aufs Geländer. So. Jo, die kriegt das nicht mit, sehr schön. Die ist so dumm zum Kacken. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Okay, jetzt gibt's hier schon auf jeden Fall 2 Schlösser, die zu schwer sind. Krass. Einmal hier, das muss ich mir merken, und da in der Villa. Kerzenleuchter, jawollo. Und schöner Schrank. Jetzt gehe ich gleich nochmal hoch, weil dann bin ich ja hinter ihr. Und Apfel, nice. Über Äpfel freue ich mich echt mit am meisten. Beunruhigend. So. Nabend, hier bin ich wieder. Hihihi. Hinter dir, du. Foot. Aber hier ist auch nichts mehr. Nee. Gut, ich schau wieder rein, ne? Ciao. Tschüss. Vielleicht noch ein Geheimgang irgendwie? Hier so irgendwie am Bild. Leute, halt's ab! Da! Leute. Das war gerade. Ich wusste es nicht. Ich wusste es wirklich nicht, okay? Oh, ist jetzt vielleicht das die Tür offen? Das ist zu schwierig für mich. Ich wusste es wirklich nicht. Also wirklich, wirklich nicht. Einfach mal, weil ich eben in der Villa auch so hinter einem Bild. LOL! LOL! Ist das Spiel geil! Grog, na gut, ist jetzt nicht der Shit, aber. Ist hier noch was? Ich wusste es wirklich nicht! Und nochmal von vorne.
Ich wusste es wirklich nicht, okay? Jawohl. Das ist wirklich jetzt komplett blind für mich. Ich habe auch keine Kommentare mehr gelesen. Geil. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Boah, hier sind zwei Schatz. Ey, da lohnt es sich sogar Stufe 3 zu trainieren, oder? Zu lernen. Alter, lol, wer weiß, wie viele Geheimgänge ich schon verpasst habe. Ab jetzt es heißt... Es gibt keinen Grund, hier rumzuschleichen. Ja, und gibt keinen Grund, Maul aufzumachen. Wegen deiner Söhne. Oh. Ich werde mal die Augen offen halten. Oh, danke. Danke, ich... Halt's ja, mal. Ja, schon gut. Okay. Boah, krass, dann checke ich jetzt jedes Bild. Wer weiß, vielleicht auch irgendwie Fackeln an der Wand oder oh Gott, wie viele Geheimgänge ich vielleicht schon verpasst habe. Okay, das war's für heute. Ich bedanke mich. Nächste Folge werden wir alles ausnehmen. Das sind ja eigentlich nur zwei, drei Häuser. Zwei Häuser und Keller oder so. Und dann machen wir Quests hier. Schön Krautpaket holen, so eine Sache. Die letzte Quest für den Don. Ja, haut rein, bis morgen. Bleibt stabil. Tschüss, ich gehe jetzt schnabulieren. Lecker.